Nachdem Leverkusen die Bayern am Samstagabend erfolgreich schlagen konnte, steuern sie so langsam auf die Meisterschaft zu. Und damit ihr das auch in Kickbase machen könnt, gibt's heute wieder meine Top-Kaufempfehlungen nach dem 21. Spieltag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Let's go! So, und da sind wir auch schon drin, Freunde, in den Kaufempfehlungen, beziehungsweise natürlich wie immer erstmal in der Champions League. Ich präsentiere euch erstmal mein Team. Ich muss diese Woche eine Menge mit 5 gelben Karten auskommen, plus Jordan ist verletzt. Das heißt, ich habe jetzt, wie ihr unten seht, den invaliden Gladbacher Sturm vorne drin auf der Bank. Ist natürlich sehr, sehr geil. Deswegen kriegt Brian Zaragoza potenziell seinen ersten Einsatz bei mir im Verein. Mal gucken, was da die Woche noch hergibt. Wie bereits erwähnt, ich muss mit Maglica und mit Koch 2 5. gelbe Karten ersetzen. Hab eigentlich mit den beiden für diese Woche geplant. Maglica wäre eigentlich der perfekte Lückenfüller für Koch gewesen, deswegen habe ich ihn auch gekauft. Dass der jetzt auch mit der 5. gelben ausfällt, ist super nervig, aber was willst du machen? Gegner ist sowieso ziemlich hart. Wir gehen erstmal rein mit den Spielern, die ich gekauft habe. Philipp Max habe ich weiterhin im Team. Laut Liga Insider soll er nochmal starten, wenn sie Viererkette spielen. Wenn sie wirklich Viererkette spielen, finde ich das auch nicht wirklich unrealistisch, aber realistisch. Mal gucken, ob es passieren wird. Wahrscheinlich werde ich auf ihn gamble. Mal gucken, was da noch in der Woche auf den Markt kommt. Ansonsten habe ich mir mit Silvan Widmer schon mal jemanden gekauft, den ich jetzt für das Wochenende im Matchup gegen Augsburg zu Hause ganz cool finde. Ich werde auch gleich in den Kaufempfehlungen noch ein bisschen mehr über Mainz reden, nicht über ihn. So gut ist er jetzt nicht. Aber generell über Mainz kommen wir gleich in den Kaufempfehlungen drauf zu sprechen. Und Stand jetzt gehe ich so in die nächste Woche. Sieht jetzt eher weniger geil aus, was die Position angeht mit Zaragoza, Max und Widmer. Alles andere kennt ihr natürlich, aber auch mit Joshua Wagnermann habe ich jetzt eine weitere Problembaustelle in der Verteidigung. Grüße an die Leute, die Stuttgarter, die unter das letzte Video geschrieben haben, nee, Wagner bleibt weiterhin gesetzt, Stenzel hat es gut gemacht, aber da musst du dir keine Sorgen machen. Ich beliebe in euch, in eure Worte. Und hoffe, dass ihr da recht behaltet, denn den bräuchte ich auf jeden Fall sehr, sehr dringend, wenn schon die Hälfte meines Teams ausfällt. So viel dazu. Ich würde sagen, wir können rübergehen in die Kaufempfehlungen und die sehen diese Woche folgendermaßen aus. Wir starten im Tor, gehen da wieder mit Gulaschi, den ich letzte Woche schon rausgehoben habe, aber es ist der RB-Torhüter, es ist ein saugünstiger Torhüter mit 5,5 Millionen und bevor ich euch jetzt auf Krampf irgendwas hier reinballer, was ich am Ende gar nicht fühle, dann gehe ich ja lieber mit dem Spieler, den ich auch wirklich vertreten kann. Und das ist Peter Gulaschi. Ich finde ihn für die nächsten Wochen eigentlich ganz cool und denke, Leipzig hat immer die Chance auf zu 0 Bonus, dementsprechend wird er schon seine Punkte machen. Ich bin weiterhin dabei, dass man da viele Torhüter in der App upgraden könnte mit ihm sozusagen. Jetzt nicht so die absoluten Elite-Torhüter, dafür überzeugt er mich nicht ganz genug, das habe ich letzte Woche zwar gesagt, das rudere ich ein bisschen zurück. Aber auf jeden Fall so die Mittelklasse-Torhüter, mit denen man eh nicht so mega zufrieden ist, die kann man mit ihm auf jeden Fall ganz cool upgraden. Wir kommen eben zu den Mainzern, habe ich eben schon kurz angesprochen. Es geht jetzt zu Hause gegen Augsburg. Augsburg ist immer eklig zu bespielen, definitiv, und hier kann auch ein Tor fallen. Mainz macht aber meiner Ansicht nach schon in der gesamten Rückrunde eigentlich eine ganz positive Entwicklung oder legt diese zurück. Jan Siebert musste jetzt auch den Verein verlassen, eventuell wird da der Trainer, der mit der Youth-Mannschaft sozusagen gegen Barcelona gewonnen hat, übernehmen. Und der spielt dann richtig coolen Fußball. Wenn es soweit ist, dann werde ich euch dazu auch noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich will jetzt nicht irgendwas erzählen, was dann am Ende gar nicht passiert. Dazu kommt dann auch mehr. Dann finde ich Mainz nochmal einen Tacken interessanter. Generell Trainereffekt. So ein bisschen Heimspielcharakter wird hier auf jeden Fall mit reinspielen. Deswegen habe ich gleich 3 Mainzer für euch heute im Gepäck. Wir fangen mit der Verteidigung an. Vandenberg und Hanke Olsen. Vandenberg ist ja eigentlich das ganze Jahr schon über wirklich sehr gut am Performen. Hanke Olsen ist jetzt jemand, der vor der Saison mit einer der besten Leistungsträger bei den Mainzern war, den wir alle sehr, sehr positiv in den Himmel gehoben haben. Dann eine sehr eklige Sprunggelenksverletzung, die ihn fast ein halbes Jahr rausgeworfen hat. Jetzt ist er zurück und dürfte damit Vandenberg auf jeden Fall weiter in die Innenverteidigung in hoffentlich einer Dreierkette bilden. Da gefällt mir Mainz generell immer am besten. Und zu Null-Bonus ist hoch oder das Potenzial auf eben diesen zu Null-Bonus ist sehr hoch. Dementsprechend habe ich beide mit drin und den meiner Ansicht nach aktuell besten Mann, quasi der Grifo der Mainzer, der Stöger der Mainzer, sucht euch einen aus, der Demirovic der Mainzer, einfach der beste Spieler, der für alles verantwortlich sein wird mit Nadir Amiri, der gefällt mir generell sehr, 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 sehr gut und wird auch in dem Spiel meiner Ansicht nach eine große Rolle spielen, kostet 7 Millionen oder so, also den könnt ihr sehr, sehr günstig einfahren, ich beliebe da voll dran, der wird seine Punkte machen, gerade auf dem toten Markt ist das ein 10 von 10 Spieler, den man sich da mal eintüten kann.
Zwei weitere Verteidiger, die ich im Gepäck habe, sind Josip Juranovic, der vielleicht nächste Woche wieder fit sein könnte. Union, der generell gerade mit einem leicht, ich betone wirklich leicht, weil bei Union ist es immer schwierig, positiven Aufwind. Man hat jetzt aber auch am Wochenende gesehen, Vorlage Volland auf Döki. Das könnte man auch mit Juranovic des Öfteren mal sehen. Also er tritt ja sehr, sehr gute Standards in der Bundesliga. Dementsprechend jemand, den man sich auch einpacken sollte. Der letzte ist dann Julian Riasson, 15 Millionen vom BVB, Stammspieler. Hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell von null auf nix wieder da reinkommt. Fand ich auch ein bisschen absurd, aber hey, wenn es hält, alles super. Dann nehmen wir den gerne mit rein, ist auch ein toller Spieler, ein cooler Charakter und wird den Dortmunder zum einen stärken und auch euer Team, wenn ihr euch ihn jetzt wieder auf dem Markt snackt. Wir gehen weiter, haben noch ein Dreier Bremer, ja, gespannt im Gepäck mit Justin Ngilma, mit Jens Stay und Romano Schmid. Bremen hat ja weiter mit eins der besten Programme in der Bundesliga und ich habe ja letzte Woche extra keinen Bremer empfohlen, beziehungsweise jetzt im Nachhinein wirkt es so, als wäre es voll der geile Call gewesen, aber ich habe ja auch gesagt, dass ich Heidenheim echt kritisch sehe, dass ich echt ungern da Bremer gegen empfehle. Ich denke aber, jetzt kann man auf jeden Fall die Stärken ausspielen gegen die Mannschaften, die kommen. Es kommen auf jeden Fall machbare Gegner, man spielt zwar jetzt auswärts in Köln, aber auch da kann man meiner Ansicht nach fast schon mit einem 0-0-Bonus rechnen. Ich sehe da Bremen deutlich stärker als die Kölner, weil sie einfach gefestigter sind. Und auch für die kommenden Wochen Bremer für mich sehr interessant, deswegen Romano Schmid, Jens Day als den besten Mann. Und Justin Ngilma, den ich das allererste Mal auf dem Kanal hier empfehle, glaube ich, dass er in den nächsten Matchups sehr, sehr cool sein kann. Deswegen alle drei würde ich auf jeden Fall auch eintüten. Zwei Spiele haben wir noch übrig mit Amadou Haidare, ähnlich wie bei Gulashi. Ich möchte ihn einfach nochmal mit reinnehmen, weil jetzt durch den Ausfall vielleicht nochmal die Chance sich ein bisschen erhöht, dass ihr euch den von einem Mitmanager snacken könnt. Würde ich auf jeden Fall zuschlagen, weil bevor der Afrika Cup gestartet ist mit einem der besten Spieler bei RB, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, sehr gut gefallen und er dürfte da auch seine Rolle auf jeden Fall spielen. Und der letzte Spieler ist Amin Adli. Ja, ich glaube, da Alonso jetzt anfängt, eh so ein bisschen durchzurotieren, wäre er jemand, der da definitiv häufiger an Relevanz gewinnen würde. Deswegen, ich finde ihn auch leicht besser als Nathan Teller, wobei man den hätte auch nehmen können, aber Amin Adli für mich minimal, marginal besser. Würde ich auf jeden Fall mit reinpacken, kann man mittlerweile echt cool als Kaderoption mal mitnehmen. Das sind meine 11 Kaufempfehlungen, diese Woche ein bisschen wilder, also wären sehr viel günstige Spieler, aber bietet sich auf jeden Fall an. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann morgen zur Bundesliga-Tierlist. Viel Spaß damit, Freunde, bis morgen und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man.